Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold mit Bernie. Letztes Mal haben wir die Arena geschafft und unseren dritten Orden besiegt. Und jetzt muss ich wieder mein Pokémon umtauschen. Wir nehmen Schnabler nach vorne. Und ja, jetzt gehen wir weiter und fahren zu diesem komischen Baum. Mal sehen, was es ist und gießen es ein bisschen. So, lecker Update. Hier rüber. Und ein wildes Pokémon greifen dran. Da kann man Nidoran weiblich. Nidoqueen oder Nidoking, probiere ich beim Männchen. Wäre zwar gut, aber ist mir zu mühselig zum Trainieren. Ist zwar sehr gut gegen Stein-Pokémon, aber ja. So, weiter. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du den Baum mit der Schicklingarmung benutzen? Ja, spritzi. Der merkwürdige Baum mag das, mag die Schicklingarmung nicht. Der merkwürdige Baum greift uns an. Ja, Leute, ein Fight. Was ist das für ein Pokémon? Ein Mogelbaum. Los, Schnabler! Schnabler-Attacke! Oh, oh! Shit, ey! Shit! Nein, Schnabler! Wir nehmen Wassermann. Es ist doch ein Typ Stein. Ach! Hirn, wo bist du? Es ist der vom Typ Wasser. Oh, drei Schläge. Wow. Und nochmal. Aquaknarre. Mach jetzt nass, Tyrakrok. So. Drei Schläge. Zieh nicht lang. Wow. Beutel. Pokéball. Los. Und bleib schön drin. Ja. Sei ein braves Mogelbaum, sei ein braves, böses Mogelbaum, du! Mimikry? Wow, lernt Aquaknarre. So, eine Raserei-Attacke nochmal drauf. Es kann Aquaknarre, ist das schön. Aber es zieht nicht viel ab und ich verfalle in Raserei. Okay, aber jetzt Pokéball. Pokéball, los! Jetzt bleib aber gefälligst drinnen in dem Ball da. Ja, ja, ja. Wieso? Oh, Fußkick. Superball. Los. Und bitte, Mogelbaum, bitte. Ja! Leute, wir haben einen Mogelbaum angelegt. Mogelbaum, Imitation. Obwohl es vorgibt, ein Baum zu sein, kommt es Verfassung einer Stein näher als einer Pflanze. Möchtest du Mogelbaum einen Spitznamen geben? Ja! Und ich nenne es, ja, diesen Tipp, also diesen Namen sollte ich für eine gewisse Person schreiben, nämlich Bibi, und ich nenne es Baumi. Oder? Mogel Baumi. Nein, wir nennen es normal Baumi. Ende. Baumi würde auf Bills PC übertragen. Und wir können hier weiter. So, als nächstes habe ich noch etwas vor mit euch. Und zwar Zerschneider. Ja. Danke, Spitzmaus. Und wir müssen nämlich nochmal zurück. Und schnell heilen. Und ein Nidoran männlich. Nein, Nidoran, ich fange dich nicht. Tut mir leid. Ich will ein anderes Pokémon trainieren.
welches mich fangen wir, das werdet ihr. Vielleicht das nächste. Kommt drauf an, ob ich es treffe. Mal schauen. Guten Abend, wir streamen. Okay, danke. Bitte, Schwester Joy, schnell heilen. Ich habe fast keine Zeit. Ich muss weiter. Oh, der hat keine Zeit. Okay. Ciao, ciao. Ich lege ganz kurz schnell mein Torpi ab. Ablegen. Mein Togepi muss ich ganz kurz ablegen. Entschuldigung, Togepi, aber ich hole dich hier wieder zurück. Und zwar dieser eine Herr da oben oder Wächter oder keine Ahnung was es ist, gibt uns ja ein Pokémon. Entschuldige, mein Freund, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Okay. Das würdest du tun? Super, vielen Dank. Mein Freund ist ein Flegel. Er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Benny hat ein Pokémon, das einen Brief trägt, erhalten. Du darfst ihn lesen, aber verlier ihn nicht. Route 31. Stimmt, ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert. Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Ja, ist frei. Ich habe das Teil besiegt, also gefangen, und es war ein Mogelbaum. Da wir jetzt natürlich da durch können wir jetzt nach Viola City schnell zurückfahren. Hallo? Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. Bernie hält TM8. Bernie steckt TM8 in die Itemtasche. Das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen guten gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwo Steine im Weg? Dann zertrümmere sie einfach. Okay, gut zu wissen. Ja, wir fahren hier rüber und hier runter. Ja, hallo Viola City. Wo bist du, du Flegel? Da ist er. Hä? Was ist? Du hast einen Brief für mich? Hapsi. Benny gibt dem das Pokémon, das den Brief trägt. Mal sehen. Die Dunkelheit führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Mein Freund ist der netteste Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür revanchieren. Ich hab's. Ich möchte dir das hier geben. Bernie erhält TM50. TM50 erhält Nachahmer. Dies ist eine Gemeinattacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Oh, das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Ich möchte auch nicht schlecht träumen. Und was greift uns hier an? Ein Knuffenser. Ja, Leute, wir fangen uns jetzt schnell an Knuffenser. Ich hoffe, es hält durch. Nein! Das war nix. Vielleicht später. Und Julian ruft uns an. Benny, guten Abend. Ich bin's, Julian. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Es wird nicht so wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 33. Bis später. Clip toot 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 toot. So, wir fahren weiter. Und was greift uns jetzt schon wieder an? Ein Knuffens, hoffe ich. Ah, nein, jetzt böse Radfratz hier. Das kann ich nicht gebrauchen. Flüchten. Wir fahren wieder zurück. Schalala, la,
La 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 la. So, wir fahren weiter. La la la. Wir fahren hier hinauf. Was haben wir hier? Tipps für Trainer. Setze Schaufel ein, um einen Eingang eines Ortes zu zahlen. Das ist sehr nützlich beim Erkundigen von Höhlen und anderen Umgebungen. Aha, gut zu wissen. So Leute, bevor wir jetzt gegen diese zwei Zwillinge hier kämpfen, machen wir hier schnell einen Cut. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann Leute, haut rein, ciao.